und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich ein super leckeres und ganz schnelles Dessert, das ihr auch gerne zu Weihnachten verwenden könnt. Das passt auch sehr gut in die Jahreszeit, denn es besteht aus Maroni und das ist richtig lecker. Ich liebe ja Maroni über alles und diese Dessertcreme, das wird eben eine Creme, die ist vegan. Darin wird Seidentuch enthalten sein und ein bisschen Kokosmilch. Ich liebe ja Kokos, wie ihr ja vielleicht wisst. Und ja, geht ganz, ganz schnell. Variationsmöglichkeiten werde ich euch dann auch aufzeigen. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das geht. Für die Creme braucht ihr nur wenige Zutaten und das sind folgende. Natürlich brauchen wir Maronis. Und ich habe jetzt hier schon vorgegarte Maroni gekauft. Die findet man hier so eingevakuumiert. Und die eignen sich ganz super dafür. Dann brauchen wir natürlich Seidentofu, wie ich bereits erwähnt habe. Und das ist der Tofu, der wirklich so labbrig ist und nicht fest, also nicht verwechseln. Steht wirklich Seidentofu drauf und der ist auch super geeignet für Desserts. Dann brauchen wir eine Dose Kokosmilch. Wichtig ist, dass es eine Dose ist. Und die müsst ihr über Nacht in den Kühlschrank stellen und dann bekommt ihr zwei Teile. Und zwar einmal den festen Teil der Kokosmilch. Und diesen brauchen wir, also die Kokoscreme. Und dann separiert sich noch das Kokoswasser. Und das könnt ihr dann für was anderes verwenden, zum Beispiel für Smoothies. Dann können wir optional ein bisschen löslichen Kaffee reingeben, wer das gerne mag. Oder zum Beispiel einen Getreidekaffee. Solch einen habe ich jetzt hier. Das gibt einen leckeren Geschmack. Wer das nicht so gerne hat, kann zum Beispiel ein bisschen Kakaopulver reintun oder das Ganze natürlich auch weglassen. Dann habe ich hier noch ein bisschen Ahornsirup zum Süßen. Da würde sich zum Beispiel auch Kokosblütenzucker eignen oder Xylit und so weiter. Aber ich finde, hier passt der Ahornsirup sehr gut. Das ist dann dieser herbstliche Geschmack, der sehr gut zu den Maroni passt, wie ich finde. Und gibt eine ganz, ganz leckere Süße. Dann gebe ich noch ein bisschen Tonkabohnen hinzu. Das hat dann einen mandeligen Geschmack. Wenn ihr das nicht zu Hause habt, einfach weglassen. Oder ein bisschen Zimt würde auch gut passen. Lebkuchengewürz. Oder zum Beispiel auch noch Vanille. Dann habe ich hier noch ein bisschen Zwieback. Und zwar Dinkelzwieback. Und wer mag, kann das noch reinschichten. Dann bekommt ihr so ein, sozusagen ein Tiramisu. Wer das nicht so gerne hat, kann es natürlich auch ganz einfach weglassen. Und dann habt ihr nur eine Creme. Und als allererstes gebe ich jetzt die Maroni in meine Küchenmaschine und dort werde ich sie erstmal fein pürieren. So ist das jetzt schon ausreichend und jetzt gebe ich einfach die weiteren Zutaten hinzu. Also einmal hier den Seidentofu, dann den festen Teil der Kokosmilch und dafür werde ich jetzt eben den flüssigen Teil hier gerade abgießen. Und dann kann ich das so im Kühlschrank aufbewahren, für aber nur ein paar Tage, also am besten zügig aufbrauchen. Jetzt gebe ich den Ahornsirup dazu und davon nach Geschmack natürlich. Ich gebe erstmal weniger hinzu und dann kann ich immer noch am Schluss abschmecken, ob mir das auch wirklich süß genug ist. Tonkabohne. Und ein bisschen von meinem Kaffeepulver. Also so schmeckt es schon richtig lecker, aber ich gebe noch ein bisschen Süße hinzu, es kann auch ein bisschen Süße vertragen. Und das Ganze müsst ihr dann eben noch einmal umschaben, damit sich diese Maronen, die sich am Boden gesammelt haben, dass ihr das nochmal lockert und dann nochmal weiter mixen, solange bis die Masse wirklich richtig schön cremig ist und die schmeckt einfach sensationell gut, jetzt schon. Und so ist meine Maroni-Creme jetzt schon fertig, das ist richtig lecker und die Konsistenz ist einfach richtig genial, richtig schön cremig. Würde auch perfekt eigentlich auf Kuchen passen. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. So, jetzt fülle ich die Maroni-Creme in meine Gläschen ab. Und dafür könnt ihr, wie gesagt, wer möchte,
Zwieback dazu verwenden oder Löffelbiskuits, wenn es nicht vegan sein soll, denn diese sind ja vegan. Oder zum Beispiel auch andere Kekse, zum Beispiel Spekulatiuskekse oder Butterkekse. Also was ihr gerne habt, könnt ihr dazwischen schichten oder das eben auch weglassen und nur als Creme servieren. Und so schnell und einfach habt ihr ein leckeres Dessert gezaubert für zwischendurch, jetzt für die Weihnachtsfeiertage. Und alle, die Maroni gern haben, die werden dieses Dessert auf jeden Fall lieben. Also ich liebe es auf jeden Fall. Ich liebe ja auch Maroni. Aber es schmeckt richtig, richtig gut. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und ihr habt gesehen, also das ist nicht mal 10 Minuten Arbeit und dann ist es schon fertig. Sieht toll aus. Dekorieren könnt ihr es natürlich so, wie ihr möchtet. Nach Geschmack abwandeln. Mehr dazu werde ich dann noch auf dem Blog notieren. Verschiedene Ideen, was ihr dann noch zugeben könnt oder wie ihr das variieren könnt. Schaut auf jeden Fall vorbei. FrauJannik.com. Da freue ich mich jedes Mal riesig über euren Besuch oder wenn ich Kommentare von euch erhalte. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr es natürlich nachmacht und ausprobiert, dann freue ich mich natürlich immer über ein Foto auf Instagram. Wenn ihr den Hashtag FrauJannik nutzt oder @FrauJannik, dann kann ich das nämlich auf jeden Fall sehen und es freut mich jedes Mal riesig, riesig, riesig. So, ich freue mich jetzt schon, das gleich zu vernaschen, aber davor muss es noch ein bisschen kühlen im Kühlschrank, damit dann auch der Zwieback richtig schön weich wird und die Creme richtig schön fest. Also ein bisschen muss ich mich noch gedulden. So, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß beim Ausprobieren und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.